Da ist ein Mikrofon im Bild. Mann, ey, das Pferd hätte es sehen können. Das Pferd hätte es doch sehen können. Entschuldigung, wen interessiert, ob das Pferd das Mikro sieht? Entschuldigung, wer sind Sie denn überhaupt? Leni Becker vom Sender. Ah. Leni Becker, ich will Sie mal was fragen. Was sehen Sie hier? Das Pferd. Das Pferd, ha? Ja, das sehe ich auch. Und sonst? Entschuldigung, habe ich hier irgendwas verpasst? Leni Becker, Sie haben alles verpasst. Ach. Ich meine, das Pferd, das sehe ich auch, ja? Aber ich sehe ja auch ein Tier, das mit jeder Faser seines Lebens davon überzeugt ist, dass die Pflegerin, die es liebt, in Gefahr ist. Ich meine, wir reißen uns hier doch alle den Arsch auf, damit dieses Pferd glaubt, das hier ist alles Realität. Wir halten jede Markierung ein. Es gibt keine zweiten Takes. Aber wenn dieses Pferd auf einmal sowas sieht wie Mikrofone, was dann? Ich meine, nur wenn das Pferd glaubt, das ist Realität, dann glauben auch unsere Zuschauer, das ist Realität. Okay, Sie wollen Realität? Dann hören Sie mir mal zu. Ihre Serie ist zu vorhersehbar. Das Mädchen ist in Gefahr, das Pferd rettet Sie aus allen Schwierigkeiten. Wir haben es geschnallt. Es gibt immer ein glückliches Ende. Unsere Zielgruppe der 18- bis 25-Jährigen ist unglücklich. Die sind nicht glücklich mit glücklich. Darum sollten Sie vielleicht weniger um das Method-Acting von diesem Gaul besorgt sein, sondern sich eher überlegen, wie Sie diese 20-jährigen Fernbedienungsfreaks davon abhalten, umzuschalten. Denn wenn die Quote auch nur um einen halben Prozentpunkt sinkt, versichere ich Ihnen, feuere ich Sie. War das Realität genug? Sag mal, wer ist nochmal diese Leni Becker vom Sender?